Und wir sind zurück, beziehungsweise ich bin zurück, hier aus Abu Dhabi mit dem Qualifying von F1 2011 in meinem Force India. Und ich werde jetzt mein Setup ändern. Reifen sind auf 100% und wir fahren raus. Raus wir fahren. Müssen sollen wir. Ich brauche eine schnellere Boxencrew. Das dauert alles viel zu lang. Ja. Brumm, 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 brumm. Safety Car rechts. Und jetzt geht's wieder durch den Tunnel. Und ich nehme euch mal mit ein Stück. Und ihr seht jetzt, die Strecke ist jetzt etwas dunkler geworden. Das war Lewis Hamilton. Und ich wurde letztens gefragt, wie ich denn das so schnell erkennen kann, wer da vor mir fährt. Ja, natürlich am Helm. Denn den Namen über den Fahrern habe ich ja ausgeschaltet. Und da ist der Lewis wieder. Und ich glaube, im Cockpit an sich fahre ich um einige schlechter. Komm, ich hab DRS und ich komme nicht nachher. Schwarzer Kaffee, Junge. Oh, Verkehr. Das von einem Toro Rosso, Rosso. Oh! Unfall, 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 Unfall. Habe ich da jetzt einen Lewis berührt? Komm ich raus, schwänzen und... Ja, volle Kanne! Aber mir ist nichts kaputt. Das nenne ich doch mal super. Ich wechsle jetzt wieder in die Ansicht. Ja, jetzt krieg ich eine Strafe, du Wichser, oder? Ja, genau. 10 Plätze zurück. Ihr seid doch solche Wichser, Wichser. La 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 la. Richtige Schweine. Richtige Arsch. Dangerous Driving, hä, mein Arsch, hä, aber wirklich, hä, am Arsch. Irgendwie muss ich ja umdrehen. Spasten.
Ja, das Geilste an diesem Spiel sind immer noch diese total abgedrehten Regeln, die keinen Sinn ergeben. Bestes Beispiel immer noch Monaco. Keine Berührungsstrafe. Raus. Ich werde zu alt für sowas. Ja, dumme Regeln und dieser komische Speicherbug könnten sein, warum es vielleicht nur eine Saison gibt. Blinzel, blinzel, zwinker. Meine zweite Saison steht in den Sternen. Und warum leckst du, Scheißspiegel? Und ich habe eine 1. Eine 40 Flaggen mich voll. Das wäre Platz 18. Wow, DS! Wow, 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 wow! Fucky, fucky, fuck, fuck, fuck. Dann kriege ich gleich die nächste Strafe, oder? Weil ich mich gedreht habe. Nein? Jawoll. Wunderschöner Dreher. Mindestens eine 8,9er Wertung. Ich gehe jetzt wieder in die Garage. Das ist zu viel für mich. Nee, ich hol mir jetzt nicht. Down the order. We're currently in 10th place. Ja, das wäre Startplatz 20, wenn ich hier auf der 10 bleiben sollte. Be aware. Track is busy. Track is busy. Ja. Diese Linie war zu weit gewählt. Hatte, ja genau! Ach, leck mich doch, oder? Du scheiß Dreckspiel, hä? Du fährst um den Körb und dann ist es Corner Cutting, ja, leck mich, oder? Meine Fresse! Gib mir doch noch eine Strafe, weil ich schneller als 60 km/h fahre auf der Rennstrecke, oder? Wahnsinn! Das ist so viel Bullshit, wenn man das Spiel startet. Oh, echt. Nur Bullshit. Strafe, weil ich umdrehen will und 2 cm vorwärts Gas gebe, damit ich sie dreht, ja. Dann fährst du über den Körb drüber. Nicht mal innen reingeschnitten oder sowas. Reifen wirklich auf dem Körb. Und die Zeit wird gestrichen. Ja, wer bin ich denn überhaupt? You seem to be losing a lot of time in sector 3. Codemaster, echt so geistiges Handicap, dass die nicht mal Strafen richtig einbinden können. Das ist schon echt eine traurige Firma. Ey. Da machen sie mit 10.000 Entwickler Tagebücher und Glump und Scheiß, anstatt dass sie mal die Spiele richtig machen würden. Und dann immer jammern, wir haben kein Geld.
Ach, fick dich, Code Masters, oder so von hinten so. Ach, leck mich auf Qualifying, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Mistiger Mister. Ja, wir gehen ins Rennen und starten vom letzten Platz wahrscheinlich. Scheißdreck hier. Yeah, Platz 20! Yeah, 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 yeah! Wir sehen uns im Rennen.